So, und hallihallo und herzlich willkommen zurück, meine Freunde, hier zu Skyrim. So, und wo waren wir eigentlich auf dem Weg hin? Ach, zu irgendeinem Questziel, ich weiß schon gar nicht mehr welches. Aber naja, das finden wir schon noch raus. Da könnte man eigentlich mal kurz hier ins Menü schauen. Wo waren wir denn? Ach nee, nicht das, ins Quest. Verschiedenes. Töte den Banditenanführer in Redorans Zuflucht. Ach genau, das wollten wir machen. Und ich habe mal derzeit auch etwas umgestellt in Skyrim hier. Und zwar zum einen habe ich die Untertitel mal angeschalten, zumindest für Dialoge, so dass der ein oder andere von euch es vielleicht sogar mitlesen kann, falls man es vielleicht nicht jetzt ganz hören sollte oder falls es mal etwas leise sein sollte, die Dialoge. Könnt ihr sagen, ob es euch so besser gefällt oder ob nicht? Ja, und zum anderen hatte ich noch was umgestellt. Nee, ich glaube nicht. Nee, sonst hatte ich nichts umgestellt. So, und wir können ja mal hier auf diese Perspektive schalten. Ein bisschen Roleplay-Charakter mit reinbringen in die ganze Geschichte. So, und ich habe natürlich auch schon einige Kommentare wieder erhalten von Leuten, wo mir zum Beispiel geraten wird, dass ich die Drachenknochen doch zum Beispiel aufheben soll und in Truhen und Kisten verstauen kann. Auf die Idee bin ich selber noch gar nicht gekommen. Mann, oh Mann. Hey, was bist du? Ich würde an eurer Stelle bleiben, wo ihr seid. Warum? Ich bin zu einem Lager der Riesen unterwegs und ich kann nicht garantieren, dass diese Monster euch nicht für einen Teil der Opfergabe halten. Haltet Abstand, dann braucht ihr euch keine Sorgen zu machen. Was wollt ihr den Riesen eigentlich anbieten? Die Kuh natürlich. Andere machen das anders, aber ich habe festgestellt, dass ein Tieropfer die Riesen meist von unserem Vieh fernhält. Manche halten es für Aberglauben, aber ich glaube, es funktioniert. Bislang hat noch kein Riese eins von meinen Viechern getötet. Das ist gut. Und die Farbe auf der Kuh, was bedeutet das? Es ist Tradition. Wir kennzeichnen das Tier, um die Riesen wissen zu lassen, dass wir es ihnen freiwillig überlassen. Eine Art Friedensangebot. Ach, die arme Kuh. Braucht ihr Hilfe? Ich habe alles im Griff. Danke für das Angebot. Okay, ja, dann viel Glück. Danke. Passt gut auf euch auf. Ja, du auch. Da hinten sind da Mammutzeichen oder sowas. Ich sehe gar keine Riesen. Wo sind hier Riesen, Junge? So. Ach ja, jetzt weiß ich, was ich nochmal eingestellt hatte bei Skyrim. Die Cursor-Empfindlichkeit hatte ich ein klein wenig hochgeschraubt. Tundra-Baumwolle, okay. Sammeln wir mal alles ein. Na so, ja, in der Perspektive ist es jetzt noch ein bisschen ungewohnt zu spielen. Aber das kriegen wir schon hin. Na. So, ich steck mal mein Schwert wieder ein. Weil für was brauchen wir das denn jetzt hier, wenn wir noch gar nicht kämpfen müssen oder so? Normalerweise renne ich ja immer mit Schwert rum. Mit gezücktem Schwerte. Aber das brauchen wir jetzt hier in der Perspektive erstmal nicht. Kann man hier eigentlich auch rausscrollen? Ja, wunderbar. So können wir ein bisschen von weiter entfernt das Ganze begutachten. Na, ein bisschen näher kann es schon sein. So, ist aber noch immer gewöhnungsbedürftig. Und ja, ich sammle alles ein. Muss ja auch sein irgendwie, oder? So, wo haben wir jetzt hier den Banditenanführer eigentlich? Das muss doch hier ganz in der Nähe sein. Ach, bestimmt hier unten drin. Edorans Zuflucht. Ja, und wenn ich gegen Leute kämpfen muss oder sowas, mache ich das trotzdem viel lieber in der Ego-Perspektive, weil man da einfach viel besser zielen kann und treffen kann. So, Haufen Blümchen hier vorne. Ah, okay. Ist hier was drin in den Fässern? Oder in der Kiste? Ich würde sagen, ich speichere mal zwischen. Zack, schnell speichern. Ist soweit erfolgt. Und wir können mal hier reingehen. Redorans Zuflucht öffnen. So, und wo sind wir denn jetzt gelandet? In einer kleinen Höhle. Okay. Großer Sack, der ist leer.
Ja, schön. Oh, hier ist was drin. Oh, Tomaten. Äpfel. Das ist ja mal schön. Raue Wulstling, wieder Pilze. Korb brauchen wir nicht. Hier ist auch was drin. Tomaten. Der ist leer. Okay. Ich würde jetzt aber sagen, wenn wir hier drin sind, sollten wir vielleicht mal wirklich unsere Waffe zücken. Blutende Krone. Ja, wir sammeln mal alles ein, was geht. Weil, wie gesagt, für Alchemie kann man ständig Sachen gebrauchen. Und dann, wenn man auf einmal Alchemie machen will, dann hat man auf einmal nichts. Was bist du denn? Ein Hund? Tja, ein Schlag und tot. Und dafür haben wir Hundefleisch kassiert. Ja, komm mal her, du. Tja, du bist doch kein Gegner für uns. Was bildest du dir denn ein? Gold, Pelzrüstung ist nichts wert, Jagdbogen, Eisendolch. Ne, den Rest kann er gerne behalten. So, was haben wir denn hier? Ein Fass. Ui, Salz. Sehr gut. Wieder für Rezepte zu verwenden. Ach, hier wachsen aber viele Pilze. Aha, okay. Hier gibt es nichts mehr. Hier liegt aber noch ein Sack mit Tomaten. Was haben wir denn hier? Ein Bier. Nee, brauche ich nicht. Was ist das? Kann man das nehmen? Nee. Okay. So, haben wir hier vielleicht noch was? Eisenpfeile. Ach, das Gold nehme ich mir mit. Die Eisenpfeile brauche ich nicht. Die Truhe können wir aufschließen. In dem Sack sind 2 Kartoffeln drin. In dem Fass ist 3 Einheiten Salz drin. Und wir knacken mal das Schloss. Na okay. Bisschen mehr noch. Wunderbar. Dietriche, 4 Stück. Gold, 71. Kleiner Seelenstein. Wow, Lederarmschienen der großen Schießkunst. Die nehme ich auf alle Fälle mit. Die sind einiges wert gewesen gerade. Über 700. Heieiei. Ja, wir brauchen das Geld. Dann können wir wieder uns Schmiedesachen kaufen und unsere Schmiedefertigkeit verbessern. Pilze. Okay. Ja, wo kommen wir denn hier? Das war ich. Und? Gefällt das dann? Steck deine Axt wieder ein, oder was das da ist? Weibsstück. Zack. Du wirst ein Banditenanführer sein. Komm schon her. Halt. Jetzt brauche ich als erstes wieder etwas Zaubertrank. Ich muss mir das mal alles ein bisschen besser hier einteilen und zurechtlegen. Gesundheit verstärken, jawohl. Wie viel haben wir denn davon eigentlich? Sieht man das irgendwo? Gesundheit wiederherstellen. Gesund. Ach, 2 noch. Jetzt noch 1, okay. Wow. Zack und ja. Bitteschön, Mann. Töte den Banditenführer. Lass dir von Preventus Avenci das Kopfgeld geben. Sehr schön. Gold 110. Stahlrüstung hat er dabei. Die ist auch ganz schön was wert eigentlich. Eine orkische Streitaxt. Die wiegt aber ordentlich. Dann sind wir viel zu langsam. Das können wir gar nicht alles mitnehmen. Heieiei. Hatte ich die schon durchsucht? Nee, Dietrich. Okay. Dann sammeln wir hier mal noch die Pilze ein, die Weißkappe. Und durchsuchen mal die ganzen Fässer hier. Äpfel. Äpfel. Salz. Und Tomaten. Hui. Ach, hier ist noch eine dicke Schatzkiste. Ja, das ist gut. So können wir hier gleich alles luxen und wegnehmen. Bratspie. Soll es nicht Bratspieß heißen? Benutzen wir mal den. Was können wir denn hier mal... Ach, hier können wir ganz normal Essen zubereiten. Kohleintopf mit Apfel.
Ja. Nochmal. Und nochmal. Nochmal. So, ja, wunderbar. Wunderbärchen. Ein bisschen gekocht nebenbei. Hier haben wir schon wieder Tomaten versteckt und hier Äpfel. Oh, und hier ist eine Falle. Oh, was ist das denn? Ja, das war das Handy. Das lag jetzt ungünstig. Das hat vibriert. Bärenfalle aktivieren. Ja, ich bin nicht blöd und trete da rein. Truhe durchsuchen. Wow. Orkische Kriegsaxt des Entleerens. Absorbiert 10 Ausdauerpunkte. Makelloser Granatstein. Schatzkarte 4. Na, die nehmen wir aber mal mit. Eisenpanzerhandschuhe und Kupferdiadem mit Mondstein. Ja, die will ich aber auch mitnehmen, die orkische Kriegsaxt. Gucken wir mal, was wir sonst so ablegen können im Moment. Was haben wir denn hier? Nordpfeil, altes Nordpfeil, Eisenpfeil. Ach, wisst ihr was? Ich hau jetzt mal die ganzen Pfeile weg, oder? Ne, die sind ja was wert. Die sind ja was wert. Die wiegen aber nichts. Die können wir mal verkaufen beim nächsten Mal. Eine Spitzhacke will ich behalten. Stahlpfeil will ich behalten. Den will ich jetzt natürlich behalten. Den habe ich mir doch extra gemacht. Ja, was können wir denn hier weghauen? Heiliger, heiliger. Sonstiges? Ja, das brauchen wir doch alles. Haben wir vielleicht etwas an Essen da, was wir einfach... wir müssen 6 Gewicht verlieren, das ist schon einiges. Ich würde sagen, wir hauen ein paar Bücher weg, oder? Antwort auf Beroes Rede, was ist das eigentlich? Okay. Arvils Tagebuch. Das Amulett der Könige. Das Geheimnis von Prinzessin Talara, das hauen wir mal weg. Das Geheimnis von Prinzessin Talara, Band 2, was ist eigentlich das? Okay, das ist schon ein bisschen mehr wert. Septim, dem zweiten, hauen wir mal weg. Zack, zack, dann das. Und das auch, und das auch. Und das auch mal. So, ein paar Bücher fallen lassen. Weil ich habe auch mitbekommen oder von irgendjemandem gehört, ich weiß es jetzt nicht mehr, dass Bücher, die einiges wert sind, wie zum Beispiel das hier, Wert 75, dass bei denen eine hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Fertigkeit gesteigert wird. Schauen wir mal rein. Ja, seht ihr, Schleichen verbessert auf 16. Das können wir allerdings liegen lassen. So. War es doch so. Müssen wir nach Büchern mit viel Wert Ausschau halten, dann müssen wir nicht alle durchlesen. Was haben wir hier noch? Zaubertrank der Heilung, das ist gut. Ach, jetzt trage ich schon wieder zu viel. Ich nehme mal hier noch etwas Essen mit. Was ist das? Ach, bloß ein Krug. Ja, dann hauen wir mal noch ein paar Bücher weg, die wir nicht brauchen. Wie zum Beispiel das. Der Mystiker Galerion brauchen wir eigentlich auch nicht. Ja, und wir haben viele Bücher. Die müssen wir uns mal in irgendeine Kiste stecken oder so. Wenn wir das noch lesen wollen. Wobei, ich frage mich halt auch, ich muss es ja eigentlich nicht lesen. Ach, trage ich schon wieder zu viel, nur weil ich jetzt einen Pilz aufgesammelt habe oder was? Ja, wollt ihr mit den verarschen oder was? Mischtaktiken. Kopfgeld. Ja, hauen wir das weg. Zack. So, und dann würde ich sagen, schnell hinaus hier. Aus dem kleinen Banditenunterschlupf. Und dann teleporten wir uns als erstes mal zurück nach Weißlauf. Und kassieren das Kopfgeld ein, würde ich sagen. Das ist ja wohl das Mindeste, was uns jetzt hier zusteht nach dieser Aktion. Da bin ich ja mal gespannt. So, und jetzt Drachenfeste, jawohl. Schnellreisen, los geht's. Jedes Fürstentum verfügt über seine eigene Strafverfolgung. Blablabla. Durch seine zentrale Lage im Himmelsrand hat sich Weißlauf zum Handelsknoten der ganzen Provinz entwickelt. Hui. Whiterun. Provence of Skyrim.
Na komm, das lädt jetzt aber. Schwere Rüstung absorbiert mehr Schaden, wiegt aber auch mehr als leichte Rüstung. Kann ich mir so vorstellen, ja. So, dann gehen wir mal hinein und kassieren etwas Kopfgeld. Und ja, ich mache im Moment viele Nebenquests, aber wie gesagt, Skyrim soll ja kein Let's Play werden, wo wir jetzt nur die Haupthandlung durchrasen und dann fertig. Bei Skyrim wollen wir ja richtig die ganze Welt erkunden, Nebenquests machen. Und da ist es ja eigentlich jetzt egal, ob man Neben- oder Hauptquest macht, weil alle Quests, die man macht, sind richtig cool in Skyrim. Es ist wirklich egal, welche man macht. So, aber die Hauptquests werden wir auch schon noch machen. Wir machen halt das, wonach uns derzeit beliebt und die Nase gewachsen ist. So oder so ähnlich. Ich diene Jarl Balgruuf. Ja, hallo. Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Der Banditenanführer von Redorans Zuflucht ist tot. Ich bin wegen des Kopfgelds hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Keine Ursache. Hier ist eure Belohnung. Na, ach, 100 Gold, was ist denn das? Ich möchte ein Haus in der Stadt kaufen. Was, 5000 Goldstücke? Warum heißt die Burg Drachenfeste? Was ist die Geschichte dieser Stadt? Erzählt mir etwas über die Stadtviertel. Wer sind die Graubärte? Was heißt es, ein Drachenblut zu sein? Ach, genießt euren Besuch in Drachenfeste. Ja, ja, in Drachenfeste, der hat eigentlich nichts Interessantes mehr zu sagen, nehme ich an. Benötigt ihr Vorräte? Wache von Beleto in seinem Laden auf. Er ist ein etwas schmieriger kleiner Mann, aber seine Waren sind gut. Okay. Missachtet das Gesetz? Irilet. Missachtet mich. Ja. Wie wird ein Dunkelelf zum Huskal? Was macht ein Huskal? Ach so, okay. Ich behalte euch im Auge. Ich dachte, du hast noch irgendwas Wichtiges zu sagen oder so, aber ja, wenn dem nicht so ist. Ah, verdammt, denn ich hätte Moment mal. Altes Nordschwert der Kälte. 1. Auf 2 müssen wir den Schild haben. Genau, auf 3 haben wir Heilung. Auf 4 haben wir Flammen, Funken, Kampfschrei. Ich mach den Kampfschrei, unerbittliche Macht, Zwergenschwert. Altes Nordschwert der Kälte, das ist ja falsch. Das Zwergenschwert muss jetzt auf die 1. Das Stahlschild auf die 2. Heilung auf der 3, das ist gut. So, und ich müsste vielleicht noch etwas mehr da hineinfügen. Wie ist es? Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte Magie. Wir haben doch Zerstörung. Nee, was? Beschwörung? Seelenfalle, genau. Das will ich auf jeden Fall als Favorit haben. Wiederherstellung, Heil, Schreie. Haben wir bloß den einen. Kampfschrei. Aktive Effekte. Magika verringert. Entzieht 25 Punkte Magika. Hirnfäule? Was ist das denn? Wie kriegen wir das weg? Hirnfäule? Wieso ist unser Hirn verfault? Verdammt. Dann müssen wir mal gucken, ob es irgendwo Medikamente dafür gibt. Hast du zufällig was gegen Hirnfäule? Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feinde... Was habt ihr zu verkaufen? Ich hatte euch für einen Magier gehalten. Ich denke, ja, zeig mal her, deinen Mist. Bücher, sonstiges. Gewöhnlicher Seelenstein, kleiner Seelenstein, kleines. Der hat nur Seelensteine. Mächtiger Seelenstein, wow. Verdammt. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Ja, aber Magier bin ich weniger drauf aus. Obwohl das bestimmt auch interessant ist. Ach, und ich hatte mich schon gewundert, warum Magika bei uns rot dargestellt wird. Die Drachenfeste verdankt ihren Namen dem ehemaligen Nordhelden Olaf Einauge, der seinen Feind, den großen Drachen Luminex, in den Mauern des Palastes gefangen hielt. So, und die Drachenknochen werden wir jetzt in Zukunft auch beheben, weil, wie ich erfahren habe, sind die wichtig für das Schmieden Level 100, die Drachenrüstung. Und ich habe die ja bis jetzt immerhin verkauft. Immer alle verkauft. Und da suchen wir uns mal einen Fass, was weiß ich, zum Beispiel beim Schmied hier in Weißlauf ein Fass aussuchen oder so. Wo wir unsere Sachen immer schön verstauen können. Dass wir später drauf Zugriff haben. So, hübsch, hübsch. Aber wo ist denn jetzt
Was wollte ich denn jetzt gleich nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen, verdammte Axt. Meinen Gatten Nazim? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jahr nach. Dort ja. Der Zeit für gewöhnlich herum. Okay, alles klar. Ach so, ich wollte was gegen Hirnfäule besorgen, aber es ist natürlich schon wieder überall Nacht. Dann gehen wir mal hier rein in die beflaggte Meere. Und gucken mal, ob wir hier pennen können eine Runde. Eine Nacht zumindest. So, Stufe 11. Und dann werden wir am Tag mal schauen, wo wir jetzt das... Ich arbeite ja, für ich bin müde. Im Gemischtwarenladen. Dann schauen wir mal... Bett fremd. Ach Mann, muss ich mir wieder ein Bett kaufen oder was? Ja, ja. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Also zählt für mich. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut. Ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Okay. Ich zeige euch euer Zimmer hier entlang. Brauchst mir nicht zeigen. Hey, ich will doch nicht hier rein. Ach, Hilfe, Hilfe. So jetzt. So, jetzt ist es mein Bett. Schlafen, wie spät haben wir es denn? Um 10 Uhr abends. Schlafen wir mal 12 Stunden, oder? Dann haben wir es 10 Uhr morgens. Oder 11, das reicht. 9 Uhr. So. Turdas. Ist das Donnerstag oder Dienstag? Weiß ich jetzt gar nicht. Die 27. letzte Saat. Bing. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Im Moment nicht, danke der Nachfrage. Und kommt unser Entführer das Sovengarde der Gang. Der Sovengarde sei Dank. Der hat auch nichts Besseres zu tun, als den ganzen Tag vor sich her zu trällern. So, und hier ist wieder Tag. Nicht Nacht, Tag. Arcadias Kupferkessel, die muss doch irgendwie Medikamente haben, oder nicht? Kommt mir zumindest vor wie so eine Apotheke. Findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich brauch was. Ihr, mein Freund? Ihr seid also ein Heiler. Habt ihr was zu verkaufen? Ich habe ein recht gutes Sortiment von Tränken und Alchemiezutaten. Ja, zeig mal her. Anfälligkeit, Giftele, leicht ein schwaches Gift, Erzählungsfurcht. Wundertrank des Beschwörers. Ein und Waffen für 60 Sekunden lang, 30% mehr Schaden, okay. Blitzresistenz, Feuerresistenz, flüchtige Unsichtbarkeit, Zaubertrank, gering Magika. Heilung, stellt 50 kleinen Heilung. Krankheitsheilung. Heilt alle Krankheiten. Oh, der ist aber teuer. Naja, sollten wir uns aber vielleicht kaufen. Vielen Dank. Können wir den jetzt... Können wir den jetzt benutzen? Essen. Zutaten. Nee, es war Tränke, ne? Der Krankheitsheilung. Ach, da haben wir. Könnt ihr jederzeit wiederkommen. So. Und haben wir jetzt immer noch die Hirnfäule? Oder wie? Ja, die ist weg. Gut ausgeruht. Alle Fertigkeiten verbessern sich 8 Stunden lang 10% schneller. Man muss ausgeruht sein. Und auch unsere Hirnfäule ist weg. Juhu, 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 juhu. So, die muss auch denken, wir haben einen an der Klatsche. Naja, immerhin. So, dann können wir ja... Wo sind wir denn jetzt hier? Am Markt. Dann müsste da oben doch dann der Schmied sein. Ich glaube hier rechts. Nee. Was ist das eigentlich? Was ist das? Jorvaskre. Ach so, das hatte ich doch... Ach, hier in der Baum, der erblüht in seiner schönen Pracht und Farbe. Wo war denn jetzt? Da waren die Märkte. Dann war da unten der Schmied. Oh, was haben wir denn hier? Lavendel. Hui. Wo war denn jetzt? Der Schmied muss hier doch gewesen sein. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Ach, ich glaube, da unten war der Schmied, oder? Ja, sieht so aus. So, ah, Sport. So, meine Liebe, ich möchte euch was andrehen. Ich habe hier einige gute Stücke. Ja, reden. Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Ich werfe einen Blick darauf oder auch zwei. So,
Waffen haben wir alter Nordpfeil. Ach, die haben ja Wert 0. Ja, dann verkaufen wir die mal alle, auch wenn es Wert 0 hat. Weil ich benutze sowieso nie den Bogen. Für was also?